Herzlich willkommen, Leute, zu einem weiteren Shakes and Fidget Video und zusätzlich einem sehr informativ und wichtigen Video. Bevor wir die Erklärung starten, ganz kurz, ihr seht unten links, handelt sich um ein Werbevideo und ihr findet den Link zu Shakes and Fidget weiterhin unten in der Videobeschreibung. Wir spielen auf S39, deutscher Server, könnt gerne noch mit dazukommen. Wir haben 3 aktive Gilden momentan. Zur Not meldet euch im Discord, wenn ihr einen Platz wollt. Dann schauen wir mal, wo wir euch unterbekommen. Hier sind auch schon wieder die ein oder anderen Leute inaktiv. 4 Stück von 50 geht eigentlich klar. Ansonsten sehr viele Leute gerade online. Grüße gehen raus an hier die Mods und alle, die gerade am Start sind. Ja, das einmal ganz kurz vorab. Ihr seht heute keine Facecam, ich weiß, außer wartet doch. Ha, da ist sie. Nein, Quatsch. Ihr seht gerade keine Facecam. Der Grund dafür, das Video sollte eigentlich just in diesem Moment nicht aufgenommen werden. Aber ich wollte es heute für euch jetzt gerade am Samstag, es ist jetzt just in dem Moment Freitag, aber hochladen, weil das Ganze ist sehr wichtig. Ja, auch für euch natürlich. Zuallererst, solange die meisten Leute noch zuschauen, das wichtigste Thema vorweg. Morgen sind die Wahlen. Leute, ihr müsst wählen gehen, sofern ihr denn könnt. Gebt eure Stimme ab, lasst sie nicht ins Nichts fallen. Also verschwendet sie nicht. Wählt die Partei, die ihr wählen wollt. Informiert euch selbst. Schaut euch ein bisschen um. Wählt das, was für euch eurer Meinung nach am besten ist. Lasst euch Zeit. Checkt das Ganze aus. Wichtig ist nur, geht wählen. Das ist einfach nur sehr wichtig. Ich kenne das selbst. Am Anfang denkt man sich, ja, ob ich jetzt wählen gehe oder nicht, macht keinen Unterschied. Ja, die eine Stimme von mir. Kann sein, dass es so ist, aber es kann auch sein, dass genau diese eine Stimme den Unterschied gemacht hat. Und diesen Faktor muss man ja einfach nicht, auf den muss man es nicht ankommen lassen. Deswegen Arsch hoch, die paar Wähler laufen oder ihr habt die Briefwahlen gemacht, ist ja egal. Und macht das Ganze. Kurz informieren, es ist ein einziges Mal, bis das wieder passiert, dauert's, ja. Und dann wählt die Partei, die euch am meisten zusagt, ja. Also wählt wirklich da aus eurer Sicht und dann klappt das Ganze schon. Aber Hauptsache, ihr macht das. So, weg von diesen sehr wichtigen Themen, aber natürlich auch stimmungskillermäßigen Themen. Ja, jetzt ganz kurz, warum auch noch keine Facecam? Ich bin gerade am Rechner wechseln, endlich. Ja, es ist soweit, ich richte den neuen Rechner ein. Den habe ich natürlich schon länger, aber da gehört eine ganze Menge zu. Es ist gar nicht so einfach, alle Sachen mit rüber zu nehmen. Es fängt schon an bei der Identität des Teamspeaks, wenn man das vergisst, die Einstellungen für OBS, für Streaming und so weiter und so fort. Keine Ausrede, aber das muss alles erst gemacht werden. Und der Wechsel soll wahrscheinlich nächste Woche jetzt stattfinden, also am Montag, heute, Tag der Aufnahme, habe ich schon angefangen. Aber am Montag sozusagen soll dann der Rechner, der jetzt noch läuft, Ende sein und wir gehen rüber auf den neuen. Ich freue mich schon, wenn alles läuft. Ich werde am Anfang wieder Komplikationen haben mit Einstellungen. Dann hat man bei Counter-Strike seine Config vergessen. Dann sind die Settings da wieder kacke. Welche Mouse-Sense hatte ich noch bei in dem Spiel? Und warum funktioniert die Capture-Card nicht, wie immer? Aber dann, wenn das alles geklappt hat, dann geht's los. Und darauf freue ich mich sehr. Und ja, jetzt die Frage an euch. Ja, ihr habt jetzt gerade noch die Chance, mir ein bisschen auszuhelfen. Was vergisst man immer, wenn man A, den Rechner wechselt, ja, kann ja sein, dass ihr das Problem noch nicht hattet, oder den Segen, ist ja auch was Cooles, oder wenn ihr den Laptop fertig macht, ja, wenn ihr geht jetzt in den Urlaub, nehmt euren Laptop mit, was habt ihr immer vergessen drauf zu tun? Schreibt mir die Sachen, die mit rüber müssen, die nicht vergessen werden dürfen, in die Kommentare. Lasst es mich wissen, helft mir da ein klein bisschen aus. Anderes Thema, YouTube, mein YouTube-Kanal. Mein YouTube-Kanal, ich bin super zufrieden mit allem drum und dran. Ob die Views über die Monate hinweg weniger geworden sind, A, ganz normal, B, gar kein Problem. Ich spiele ja auch nicht mehr unbedingt die Spiele, die am meisten Klicks gebracht haben und so weiter und so fort. Ist kein Thema. Ja, so ist das manchmal. Ich bin immer noch da, ich werde immer noch weitermachen, ich habe Spaß dran. Aber wir kommen ins Sommerloch. Es beginnt. Es fängt jetzt langsam an. Es gibt im Multiplayer-Bereich keine Spiele mehr, die Spaß machen, auf die ich Bock habe und die bei euch ankommen. Momentan die besten Spiele TTT sowieso, obwohl wir nehmen TTT jetzt zweimal die Woche auf. Für über 2 Stunden, weil durch das TTT 2-Format
haben wir ja so ein ganz, ganz klein bisschen das Pete's Meat Format sozusagen abgelöst für euch. Damit ihr weiterhin TDT Daily Content bekommt, müssen wir zweimal die Woche natürlich aufnehmen für die ganze Woche. Und ich weiß, dass es manche Leute schlaucht bei uns in der Gruppe und das kann ich verstehen. Ja, ich möchte den Leuten das auch nicht unbedingt zumuten und wir werden vielleicht wieder auf unseren Zweitagesrhythmus übergehen, damit die Folgen ein klein bisschen länger sind und von Herzen kommen, also wieder lustiger sind. Also ich habe sowieso immer Bock, klar, aber wenn die anderen zweimal irgendwie abends aufnehmen müssen, von der Arbeit kommen und dann wieder 2 Stunden TDT, kann ich schon verstehen, dass das vielleicht schlaucht. Deswegen, ich hoffe, das könnt ihr nachvollziehen. Das wird meinen Kanal zwar weiterhin, ja, so einen kleinen Stich geben, aber gut, so ist das halt manchmal. Mortau macht mir noch momentan sehr viel Spaß, macht Alex Spaß, macht Kunden Spaß, wird erstmal noch weitergehen, solange ihr Bock drauf habt. Ganz klar, For Honor momentan einmal die Woche, zweimal die Woche schaffe ich es nicht, muss wirklich lange For Honor spielen, um lustige Runden zu kriegen. Ich bekomme einen halben Ausraster, wenn ich wieder mal ein Match suche, was 5 Minuten dauert, dann in ein laufendes Match kommen, wo du mit 700 Punkten schon hinten liegst und nicht leaven darfst, weil du deine 15-Minuten-Sperre bekommst. Das ist der Mega-Spaß, der Super-GAU. Ansonsten macht mir vorne sehr, sehr viel Spaß. Und dann endet schon bei Projekten, die ihr wirklich gerne schaut. Das ist jetzt kein Problem, aber es kommt auch nichts. Es kommt nichts gerade. Es ist nichts angekündigt, was der Obershit werden könnte. Es gibt sonst Multiplayer-Titel, die bei dem einen oder anderen von euch gut ankommen. Ein paar von euch schauen gerne League of Legends, ein paar schauen gerne Mortal Kombat. Leider sehr wenige schauen Dragon Ball FighterZ. Das macht mir super viel Spaß. Pokémon Trading Card Games habe ich momentan Bock. Ja, und wir sind wieder auf der Suche. Wir bringen den Tabletop Simulator zurück. Wir haben uns jetzt wieder angefangen, Brettspiele anzugucken, das Regelwerk zu lernen. Das ist übrigens das Anstrengendste daran. Und versuchen wir wieder den Tabletop Sim zurückzubringen. Erstmal mit Pokémon Master Trainer. Da habe ich halt auch am meisten Bock drauf. Dann werden Kunran und ich wieder ein Escape Room starten. Das hat auch immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, mal schauen, wir finden was. Wenn ihr noch eine Idee habt, vielleicht kann ich keine Rücksicht drauf nehmen, ja, vielleicht macht es uns keinen Spaß, ne, das müsst ihr mal verstehen. Aber wenn ihr noch eine Idee habt und wir haben ein Spiel vergessen, wo ihr sagt, Alter, das kam doch super an, wo bleibt's, ja, dann lasst es uns mal wissen. Wir überlegen auch gerade, ob wir die GTA-Session wieder starten. Also anstatt zweimal TDT. Ich weiß, ihr mögt TDT, aber versteht auch die Leute, die damit involviert sind. Ohne meine Gruppe funktioniert TDT nicht und die sollen Spaß haben. Das Wichtigste ist, bei TDT Spaß zu haben. Das ist so, nur so funktioniert das Spiel. Und wenn wir da mal wieder eine GTA-Abwechslung brauchen, dann machen wir mal wieder GTA, weil GTA hat super viel Spaß gemacht. Und ja, Rainbow kommt eine neue Operation. Da habe ich aber noch 1-2 Folgen für euch von der alten, obwohl die letzten auch nicht so gut ankamen, keine Ahnung. Vielleicht sind wir aber nicht gut genug für euch, kann ja auch sein. Wir versuchen es nochmal, ich werde den Part nochmal hochladen, dann gucken wir mal, wie das ankommt. League of Legends kommt einmal die Woche, For Honor kommt einmal die Woche, Hunt soll einmal die Woche kommen, Dead by Daylight soll einmal die Woche kommen, das ist zumindest der Plan. Ob es im Endeffekt so klappt, gibt so viele Gründe, warum es nicht so passiert. Und ja, dann schauen wir mal, was es noch so Neues gibt. Vielleicht habt ihr was auf dem Schirm. Gebt mir einen Multiplayer-Titel, den keiner kennt, der Oberschied ist. Nein, so ein Ding wie Mortau muss man wieder abwarten. Das kommt halt einfach und darauf warten wir gerade wieder. Ansonsten gibt es gerade noch was ganz, ganz anderes. Ich erzähle euch das gerade hier mal. Ich möchte wieder mehr mit Facecam aufnehmen, aber momentan bin ich komplett fertig. Also, ich bin momentan an etwas dran. YouTube-mäßig ist es nicht. Also es ist ab von YouTube, aber ein Traum, den ich schon immer machen wollte. Und das ist jetzt nicht, dass ich mir das kaufen könnte, sondern an dem ich arbeite. Also ich mache neben YouTube Twitch gerade noch ein anderes Projekt. Das ist jetzt noch nicht public, soll auch noch gar nicht public gehen, könnte aber in ganz, ganz ferner Zukunft public gehen. Und das war so ein ganz, ganz kleiner Lebenstraum von mir. Das kostet sehr viel Zeit. Wirklich sehr viel Zeit und Arbeit. Und wenn das fertig ist und es ist cool, dann würde ich euch das so gerne zeigen. Und ja, mehr möchte ich gar nicht verraten. Da gibt es auf jeden Fall was. Und das nimmt auch noch mal ein paar Stunden am Tag. Und ja, deswegen gerade ist alles sehr, sehr schwer. Wir streamen dafür regelmäßig. Jetzt Sonntag, also morgen wieder ein Livestream. Wir spielen wieder League of Legends. Also ich streame momentan 2-mal die Woche LOL. Im Normalfall ist jetzt gerade nicht so. 1-mal die Woche Sea of Thieves, 1-mal die Woche COD.
Aber das ist halt jetzt noch nicht so. Soll aber wiederkommen. Tadosh macht ab und zu Dota. Und ja, ein Ego-Shooter wäre mal wieder nice im Stream. Ich hoffe, Apex Season 2 kommt bald, dass ich nochmal reinschauen werde. Ich hoffe, ich finde nochmal Zeit für Fortnite. Ich liebe Fortnite. Und ja, das ist auf jeden Fall gerade der Stand der Dinge. Deswegen entschuldigt bitte, wenn ich da gerade so planlos unterwegs bin und irgendwie die Struktur fehlt und der Flow und alles Mögliche. Das tut mir sehr, sehr leid. Es ist unglaublich schwer, das unter einen Hut zu bringen. Und ja, mal schauen, was die nächsten Tage so auf uns zukommt. Auf jeden Fall, Leute, morgen will nicht vergessen. Dann League of Legends gucken. Ja, wichtig. Und ansonsten checkt mit SH. Nein, checkt den Link unten in der Videobeschreibung zu Shakes & Fidget. S39, wenn ihr mitmachen wollt. Discord-Server ist auch unten in der Videobeschreibung. Kommt mit in die Gilde, habt ein bisschen Spaß. Und ja, es hätte noch mehr gegeben, über das ich reden wollte. Das war jetzt aber erstmal wichtig. Ich würde mich selber in Support freuen. Allgemein, Leute, ich weiß nicht, wie viele jetzt noch zu diesem Zeitpunkt hier zuschauen. Vielleicht 3.000, 4.000 Leute, die das Ende sehen. Wenn überhaupt 2.000. Wenn ihr meine Videos mögt oder mich als Person und mich unterstützen wollt auf YouTube und ihr guckt irgendwie die Videos gerne und habt euch irgendwo unterhalten gefühlt, vergesst das Liken nicht. Die Disliker, die Projekte nicht mögen, die sind aber immer ganz vorne mit dabei, die vergessen das nie. Ja, wenn Fortnite, dann ne, sind die Ersten. Und wenn ihr mich unterstützen könnt und die Sachen, die wir machen, gut finden, dann nehmt euch die Sekunde Zeit. Ich kann euch nur darum bitten, es ist im Endeffekt nicht wichtig, wie gesagt, ich mache trotzdem weiter, klar, aber freuen würde es mich und natürlich auch die Leute, die mitmachen, wenn wir irgendwie ein cooles Projekt haben. Ich weiß, dass sehr, sehr viele Leute, wenn man ein Duo-Projekt hat, wie zum Beispiel mit Kapuze, wenn du Hand oder sowas spielst, der liest sich die Kommentare immer durch, der guckt, wie das Video ankam und ja, ne, freut man sich natürlich auch irgendwie drüber, deswegen. Wenn ihr ein bisschen mich supporten wollt, wäre 1A. Einfach mal ein Like da lassen. Ansonsten habt einen wunderschönen Tag. Genießt das schöne Wetter. Es geht jetzt los. Es fängt an. Das Sommerloch hat ja auch was Gutes. Ja, sind zwar nicht die Games, aber kann ja dann wenigstens das Wetter sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin, Leute. Ciao.